Mahlzeit Mädels. Was machen wir heute? Ne, wir haben schon gemacht. Heute geht es mal wieder um den T3. Man sieht, überall liegen noch Styroporkugeln umzu und was weiß der Kuckuck was. Wir haben weitergemacht. Wie gesagt, mein Kumpel war da. Wir haben hier dran gearbeitet, gestern und heute. Sieht man auch. Ja, wir haben das alles so zugeschnitten mit unserem Schneidefred, heißt das hier. Das ist unser Schneidefred hier. Das ist ein Hell. Ein Hell ist besser als kein Hell. Das ist ein super Ding. Da habe ich heute alles mit gefuddelt und gefiedelt. Ja, wir haben den Ausbau begonnen. Ausbau beginnt, alles raus. Fußboden aufbauen, Fußboden entlacken, schleifen, grundieren, fertig machen, Bodenplatte wieder rein und dann gucken, was wir aufbauen. Und gucken, wie wir es aufbauen. Ne? Also ich bin der Meinung, das ist richtig schick geworden. Schön oldschool, so wie es soll. Ich kann euch das ja mal so ein bisschen zeigen hier. Ja, auf jeden Fall haben wir uns das so vorgestellt. Da auf der Ecken, Jungs, da unten ist das nicht ganz in der Ecke, aber wir haben uns gedacht, weil wir das ja so ein bisschen auf dem Nordseeküsten-Style bauen, so sag ich mal, auf modern von innen, ne? Da kommt ein schönes Tau in der Ecke rein. Das werde ich gesondert machen. Eigentlich wollte er das so zu, habe ich gesagt, nee, komm, das schneiden wir schön aus mit einer Rundung, machen das schön fertig, isolieren das Ding komplett. Man sieht ja noch hier überall ist der ganze Styropor. Wir haben das auch wirklich vernünftig gemacht. Der Fußboden ist hier unten isoliert, zwischen isoliert. Also das ist alles top. Hier über die Ausgänge werde ich nachher die Standheizung laufen lassen, dass das warm ist hier drinne. Ja, dann haben wir uns so vorgestellt, dass wir den Metallbalken, oder hatte ich so gesagt, den werde ich schleifen, den werde ich wieder in eine Farbe lackieren nachher, weil eigentlich war der Plan, wir verkleiden das bis nach oben. Aber ich finde, wenn wir das jetzt so einmal hier in eine Runde verkleiden, dann sieht das Ding aus wie eine Sauna von drinnen, ne? Sondern das soll ja nicht, das soll ja irgendwie auch noch ein bisschen bulli bleiben. Also habe ich mir gedacht, ich werde komplett diesen Holm freilassen, werde den schleifen, werde den nachher in einer schönen Farbe oder weiß lackieren, je nachdem, und werde in diese Schächte, die da drinne sind, eine indirekte Beleuchtung reinbauen. Das wird sehr, sehr geil aussehen. Dann habe ich mir auch gedacht, werde ich hier drinne auch wieder verkleiden, auch nicht in dem Holz. Muss ich mir mal was einfallen lassen, vielleicht auch machen wir das hier. Dass das bis hier reinkommt, dass man so ein bisschen Fensterrahmen hat halt, ne? Der wird auch wieder lackiert, dann sticht das wieder so ein bisschen raus, weil es würde blöd aussehen, hätten wir den jetzt stumpf bis hier zum Fenster dicht gemacht, diesen ganzen Hohlraum hier verschenkt. Man muss ein bisschen Bulli sehen und man muss auch ein bisschen Bulli anfassen können. Und das ist für mich ganz wichtig. Ja, und dann haben wir das alles schön gebrannt mit der Flamme hier. Da hinten das Stück haben wir weggelassen, weil halt da die Kofferraumwanne so ein bisschen rauskommt. Ne, wie gesagt, hier oben kommt ja auch ein Bett drauf. Das sieht man nachher alles nicht. Das geht hier alles runter. Hier kommt nachher eine komplette so Sitzgarnitur vor, wo man so Schubfächer drin hat. Da soll ein so Hocker hin, den man A drauf sitzen kann, B aufklappen kann und dann kann man so ein IKEA-Netz rausziehen und das da oben einhängen. Ne, so Kleinigkeiten. Wie gesagt, hier vorne ist mittlerweile jetzt unser Lager. Hier haben wir schon diverse Fußmatten und alles mögliche, Radios mit Fernbedienung. Unsere restlichen Laminatsachen. Ne, dass das so Stück für Stück hier weitergeht. Naja, also das sieht schon gut aus, ne? So, und dann bis da und dann stellt euch vor, mal gucken, also der ganze Wagen wird nachher in so Mint lackiert, komplett. Bobby, geh mal ab. Ne, in so ein, ja, wie soll ich, Türkis Mint, bis hier unter die Kante, komplett. In Türkis Mint, einmal in die Runde. Das obere Dach werde ich einmal in Weiß neu überduschen. Und auch das Stück mit der Tür wird hier weiß. Ne, nicht, dass das eine Wagenfarbe hat, sodass das einheitlich aussieht, komplett. So ist der Plan. Das hier vorne, wie gesagt, wird alles rausgebaut. Wärmetauscher leckt. Ja, ich möchte gerne noch eine neue Gummimatte haben, die nicht kaputt ist. Dann wird das, wie gesagt, neu in Schwarz lackiert. Dann kommt hier noch dieses Fach drauf, wo man noch was reinstellen kann. Ja, und mal gucken, ob wir die Sitze hier nochmal vernünftig kriegen. Alles Stück für Stück, ne? Wie gesagt, wir haben jetzt auch den Ausbau begonnen, obwohl der Motor hinten ja den Kopfschaden hat. Die Motorteile liegen da an der Seite. Das beeinträchtigt das Ganze aber nicht. Da warte ich ab, da werde ich schon was finden. Und bis dato können wir erstmal bauen. Wir können ja, ich sag mal, hinter der Klappe, wo hier Ende ist, bis nach vorne, können wir das Ding schon komplett fertig bauen, weil nachher muss ich nur noch hier ran. Dann müssen wir das Bett nachher bauen, aber wir können ja schon mal anfangen mit dem ganzen Kram, ne? So ist das nicht. So die ganzen Führungsrollen und sowas habe ich neu drinne liegen, das wird alles gemacht. Ne? Dann werde ich mal gucken, dass ich hier überall noch schöne Dichtung für kriege oder die alten wiederherstellen kann. Mal gucken.
wie die sind. Ja, so ist erstmal bislang der Plan, ne? Wie gesagt, das Ding kriegt auf jeden Fall auch eine Standheizung rein. So eine Universale, die werde ich nachrüsten. Wie gesagt, 220 Volt kommt hier rein, dass man hier schön drinne pennen kann, ne? Oben kommt noch eine neue Luke rein. Nicht mehr so eine geklebte, kaputte, sondern was Schönes, Helles, damit hier ein bisschen mehr Licht reinkommt. Wie gesagt, wir haben ja auch noch das Bullauge da, ne? Wir haben hinten die Klappe. Hier ist kein Fenster drinne. Aber dann haben wir auch noch hier vorne komplett, ne? Wie gesagt, hier kommen noch Dreiecksfenster rein zum Aufklappen. Ganz klare Kiste. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwann Multivent-Spiegel kriegen, die dann von hier mit der Klammer hier rumgehen, dass wir diese Wabbelscheiße nicht mehr haben. Ja, und dann halt schön rustikal von innen, ne? Wieder so gut wie es geht. Wie gesagt, Schubklappe habe ich hier schon, die ist abgebrochen, die kommt dann daran. Ich habe die Türgriffe schon, ne? Mit den Schalen in Schwarz, das fehlt hier ja alles. Also dann werde ich die Boxen rausnehmen, werde ich andere holen mit kleineren Unterlegscheiben, dass da ein Gitter drauf ist, dass man das halt hier nicht sieht, ne? So halt ein bisschen im vernünftig. Und eigentlich wäre auch geil, wenn wir noch schwarze Pappen kriegen. Oder einen braunen Sitz. Eins von beiden. Aber ich finde, das passt irgendwie nicht so zusammen, braun und schwarz, ne? Wenn dann alles schwarz oder wenn dann alles braun. Aber ich denke mal, alles in braun zu kriegen, wird auch schwierig, obwohl das schick wäre, ne? Braunes Armaturenbrett, komplett. Braune Pappen, braune Griffe. Aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Naja, wir schauen mal, was da alles so bei rumkommt, ne? Das Laminat ist eigentlich auch ganz schick. Das haben wir hier heute komplett schön reingelegt, ne? Auch vernünftig. Ja, da kommt nachher noch überall Leisten umzu, ne? Laminat arbeitet ja an der Seite. So, ich habe gemessen, mein Kumpel hat geschnitten. Aber wirklich geschnitten hat er das auch nicht, muss ich auch sagen. Aber egal, wir waren hier zusammen und das hat funktioniert. Ne? Und immer, wenn ich zu ihm gesagt habe, da sehen wir das zum Beispiel. Ne? Wir haben eigentlich die ganze Zeit, habe ich immer schön gemessen und dann irgendwann fing das dann an, dann war er kurz am Handy, dann ist eine Sägeblattlänge mehr dran, aber es macht nichts, weil am Ende wird sowieso alles verkleidet, da kommt was in der Ecke. Ne? Das ist halt wie eine Fußleiste. Ne? Da kommt auch eine Fußleiste nachher am Ende vor. Das wird alles abgespritzt in der Runde, dass da keine Feuchtigkeit drunter laufen kann. Ne? Das ist ja auch ganz klar. Das habe ich bei dem anderen auch gemacht. Ja, und dann geht das hier Stück für Stück weiter, würde ich sagen. Ne? Bin ich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf. Ich habe mir dann nachher gedacht, dass wir hier jetzt nicht aus dem Holz, sag ich mal, aber ich nehme jetzt einfach mal das Stück Holz hier, dass wir uns nachher, wie gesagt, da eine indirekte Beleuchtung rein und dann hier nachher noch so eine schöne Borte oben drauf, weißt du? So was in der Art. Da werde ich noch so ein Naturholz holen, wahrscheinlich so eine ganze Stammplatte und die so ein bisschen aussägen. Müssen wir mal gucken. Ne? Hier in der Ecke soll auf jeden Fall noch so ein Hocker hin, dass man hier so hocken kann. Dann ist hier so ein Tisch. Dann kann man hier noch sitzen. Ne? Weil wie gesagt, da kann man mit drei Mann fahren, also brauchen wir auch drei Sitzplätze. Das bedeutet, wenn man zu dritt frühstücken will, ein Sitzplatz, zwei Sitzplatz, dann ist der Tisch da und da kommt der dritte hin, so Not. Ne? Weil meistens fährt man dann ja meist doch nur zu zweit. Und dass man halt den Koffer, denn das ist nicht der bequemste dann. Hier wird es dann ein bisschen bequemer. Aber wenn man den dann aufklappen kann, man Netz hochziehen für alles Mögliche, ne? Solche IKEA-Netze. Einfach simpel und einfach gemacht. Da oben werden wir überall Stauraum reinbauen. Das werden wir auch komplett hier überarbeiten, das Ganze, ne? In schön. Ja, dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt, würde ich sagen. Ja, was soll ich noch groß erzählen hier? Das Video ist ja nicht allzu lang. Aber sonst ist er echt recht schick, muss ich sagen. Wir haben wirklich die ganze Bodenplatte rausgehabt und an der Bodenplatte ist nichts, ne? Also keine Durchrostung, gar nichts. Hier vorne war ein Loch, also keine Durchrostung, sondern ein Loch ausgeschnitten, weil hier mal irgendwas drinne war. Daneben auch. Wie gesagt, das habe ich komplett verschlossen, verklebt. Das sieht man auch von hier. Könnt ihr sehen? Da habe ich eine Platte, eine Edelstahlplatte mit Schrauben eingeklebt von unten und dann nach oben mit Muttern fest, damit wie gesagt keine Feuchtigkeit von unten hoch kann. Oder auch andersrum, hier kommt nachher noch eine schöne Leiste vor. Das wird alles, wie gesagt, noch abgespritzt. Aber das setzt sich ja sowieso noch, das Laminat jetzt über Nacht. Wie gesagt, das habe ich vorhin erst da reingepackt mit meinem Kumpel zusammen. Das setzt sich jetzt alles schön und dann ist gut, ne? Wir waren erst am Überlegen, ob wir ein PVC nehmen. Da habe ich gesagt, du, stell mal vor, dann sind die da und dann fällt da irgendwas runter. Ne, irgendwas, nur eine Gabel oder irgendwas, du hast, willst abends weggehen, ziehst dir einen Pfennigabsatz an. Da kannst du ja nicht drauf laufen, ne? Dann geht das kaputt. Deswegen nehmen wir ein Laminat. Und Jungs, ganz ehrlich, das ist genau ein Paket Laminat, was hier reingeht. Ne? Und wenn das wieder hochkommt oder kaputt geht, dann raus damit, zuschneiden, neues rein, fertig. Ich habe sogar noch komplett ein Paket hier auf Lager. Das heißt, ein Fußboden ist schon mal gesichert.
So, und das ist ganz normales Nudel- und Federholz, ne? So wie ich dazu sag. Und dann ist das einfach schön ein bisschen gebrannt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wie gesagt, es wird nachher noch alles schön dekoriert. Und dann wird das ganz gut aussehen, ne? Denke ich. Naja, Jungs, ich will euch hier auch nicht weiter voll quatschen. Ich denke mal, der eine oder andere hat sich dafür interessiert. Da habe ich noch einen Schalter gefunden. Ne? Weil sonst heißt es nachher wieder, oh, wir wollen das sehen. Jungs, ich zeige euch das, Mann. Guckt euch das rein. Guckt euch das rein. Zieht euch das rein. Und mich freut das ja auch, ne? Also, Jungs, dranbleiben. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.